geht's lang, liebe Freunde. Herzlich willkommen. Es geht nach vorne hier bei Verspielt Gaming mit Herz und einem weiteren Teil mit Dark Souls 3. Und es geht da lang, wo der gute Herbert hingezeigt hat. Wir sind immer noch im großen Archiv. Komischerweise gehört das hier immer noch mit dazu. Und wir werden wahrscheinlich in diesem Teil heute sehen, wer der Boss dieses Areals ist. Erstmal aber müssen wir uns noch durch seine Leibgarde, was gar nicht seine Leibgarde ist, sondern einfach nur irgendwelche normalen Typis, alles klar, interessant, durchprügeln. Obwohl, nee, die sehen schon ein bisschen cooler aus. Die haben so blaue Rüstung. Okay, ja, die sind ein bisschen stärker, aber jetzt nicht so viel. Und die sind auch, sag ich mal, aber sie sind schon doch, sie waren schon die Besten, der Besten, sozusagen. Also nehme ich mal an, wenn das hier Lothric ist, das große Archiv, nehme ich einfach mal an, wir treffen heute auf Prinz Lothric. Oh, ein Armbrustmann. Armbrustmann weg. Oh, zweiter Armbrustmann. Mich getroffen. Oh. Aua. Aua. Aua! Pff. Okay, so viel dazu, dass das hier nicht die Besten der Besten sind. Sag mal. Jetzt ist aber gut. Oh, da kommt noch einer. Oh! Mensch. Okay. Ich glaube, hier stehen bleiben, ist das eine gute Idee? Gute Idee. Mit Großvater werfen üben. Schlechte Idee. Mit Großvater werfen üben. Ende. Alter, wirklich, ich bin ja wirklich hier richtig fett durchbohrt von... Okay, er dreht wieder um. Das ist gut. Nein, nicht. Er dreht nicht um, er befehligt sie. Okay, das kann jetzt richtig haarig werden hier gerade. Okay, wenn das der Boss-Run wird... herzlichen Glückstrumpf. Gut, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Mal kurz zurückziehen. Und mir mal kurz mit denen hier vorknöpfen. Okay, das ist ein traditioneller Lothric-Ritter. Das ist einer... Das ist so ein blauer, wie wir es unten hatten. Genau, wie wir unten begegnet sind vor Emma, vor der Hohepriesterin. Aua. Und diese Schildtypis, die sind natürlich wie immer, gefährlich. Mit ihren Speeren. Waren sie schon in Dark Souls 1, aber ein Glück, dass ich ein Schild habe mit großer Stabilität. Und das Gute ist ja, ich habe ja wirklich vorgesorgt, ich habe mir ja mein Höhlenschlechter Großschwert geholt. Das bedeutet, ich mache ja mehr Schaden gegen Untote. Was wahrscheinlich mir sehr hier zugute kommt. In diesem Kampf. Weil 1075 mit einem Backstab, das ist schon hart. Vor allem, das ist nur plus 4, das Ding. Also ich glaube, wenn man hier plus... Ja, ja. Wenn man hier das plus auf plus 5 hat... Oh, oh. Oh, oh. Oh, und einer mit dem Langschwert. Kann ich die einzeln triggern? Kommt mal bitte einzeln. Fuck. Die sind sehr langsam. Die haben sie gut programmiert, dass die beide zusammen loslaufen. Okay, alles klar. Komm mal her. Komm mal schneller. Komm mal her. Oh Gott. Okay, und die haben Buffs. Interessant. Okay, er rennt jetzt schneller. Sehr, sehr gut. Habe ich ihn mal dahin gekriegt, wo ich ihn hinkriegen wollte. Okay, kann man nicht wegdodgen? Oh, fuck. Oh. Okay, schwierig. Okay, okay, wenn der mit dem Langschwert jetzt auch noch kommt, dann habe ich ein richtiges Problem. Okay, er zieht sich zurück. Okay, man, Backstab. Backstab ist immer gut. Backstab macht viel Schaden. Und fuck. Okay, einer down. Bleiben noch zwei. Und die lassen nur große Titanitscherben fallen. Okay, der mit dem Schwert ist der bitterste Bastard. Weil der haut richtig rein. Dieses Lothric-Ritter-Großschwert, das ist so gut. Aber ein Glück, dass ich ihn backstabben kann. Auch nur große Titanit-Scherben. Okay, wer lässt denn hier zuverlässig mal Titanit-Brocken fallen? Das würde mich mal interessieren. Wo kann ich denn hier mal richtig zuverlässig... Also nicht, dass ich es jetzt farmen müsste, weil ich kann es mir ja schlicht und ergreifend einfach kaufen. Ja, euren... Mal den Move habe ich jetzt langsam raus. Diesen Shield-Move.
Sag mal. Oh, fuck. Na komm. Oh, fuck. Ja, der ist mir lieber, dieser Shield-Move. Oder dieser Speer-Move. Oh, kann ich ihn durch die Welt hauen? Das wäre gut. So, was gibt's hier? Auch nur große Titanit-Scherben. Alter, ich habe 150.000 Seelen. Mit denen gehe ich aber nicht zum Boss. Da gehe ich aber lieber vorher mal zurück. Okay, alles klar. Was auch immer hier ist. Ah, vielleicht gibt's hier noch ein Item. Oh. Und ein Weg. Ist hier auch noch eine Abkürzung? Das wäre fett. Und hier dieses Dark Sign. Das ist so geil. Was ist das? Ist das eine Abkürzung? Ist das Abkürzung? Wohin geht denn die? Das wäre natürlich geil, wenn die jetzt irgendwo hingeht, wo es richtig, richtig gut ist. Wohin geht denn diese Abkürzung? Wo bin ich jetzt? Ich bin im Burg. Wo komme ich da raus? Wo komme ich denn jetzt raus? Okay, dann ist das mein Leuchtfeuer to go. Krass, okay. Gut. Und dann ist quasi, dann gehe ich hier lang. Das ist hier die Drachentöterrüstung. Das Leuchtfeuer. Und dann gehe ich hier lang. Moment mal. Ist mir der Aufzug gefolgt? Ich kann mich daran erinnern, dass ich dir diesen Aufzug gehen wollte und dann kam Vorrichtung, bewegt sich nicht. Ist mir der Aufzug gefolgt? Wie cool ist das denn, bitteschön? Wie cool ist das denn, bitteschön? Okay, alles klar. Dann ist mir der Aufzug gefolgt. Wer hat denn das gemacht? War das der gute Egon oder was? Interessant. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter runter. Weil die 150.000 Seelen, die geben wir natürlich aus für Upgrade-Materialien. Oder wir haben ja eigentlich die Titanit-Scholle gesammelt. Dann grade ich jetzt mal mein Höhlenschächer-Großschwert auf plus 5. Das machen wir. Ich habe eine Titanit-Scholle gesammelt. Ich habe sowieso, glaube ich, noch zwei jetzt dann. Also, wenn ich das gemacht habe, habe ich sowieso noch mal zwei. Also, ich könnte noch rein theoretisch noch zwei weitere Waffen auf plus 10 bringen. Finde ich übrigens wieder gut. Finde ich gut, dass sie jetzt dabei geblieben sind. Dass plus 10 wirklich jetzt das Optimum ist. Da haben sie aus Bloodborne, finde ich, gelernt. Also gut, also jetzt nicht, was die Anzahl an plus 10 Upgrade-Items angeht, weil das war bei Bloodborne ja die reinste Pein. Es gab im ganzen Spiel nur einen, den man finden konnte, so einen Bloodrock, ne? Und dann gab es noch einen im DLC und ansonsten musste man den in den Chalice Dungeons farmen und das habe ich gehasst bis zum Get-No. Nö, dann gehen wir jetzt mal zurück. Und zwar in den Feuerbandschrein. Bevor wir uns dem Boss widmen. Wenn wir so eine coole Abkürzung haben, boah, dann muss das ein scheiß schwerer Boss sein. Dann muss das ja wahrscheinlich auf einer Level sein mit dem namenlosen König, weil da war das Leuchtfeuer ja auch direkt vor dem Boss-Tor, sozusagen. So, gibt's hier irgendjemanden, mit dem ich reden kann? Nein? Gut, alles klar. Dann werden wir mal ein bisschen was... Ja. Ach! Nee, ich dachte, hab ich was gesammelt, was ich irgendwie abgeben kann? Das muss ich gleich nochmal gucken. Ich will auf jeden Fall was kaufen. Was kaufe ich mir denn mal? Was habe ich denn am wenigsten? Ich habe große Titanit-Scherben, habe ich haufenweise. Kleine Titanit-Scherben, Titanit-Brocken könnte ich mir mal kaufen. Funkeltitanit habe ich 36. Titanit-Schuppen könnte ich mir rein theoretisch 7 Stück kaufen. Das wäre schon ziemlich gut. Funkeltitanit 10 Stück. Da könnte ich auch mal Waffen mit Funkeltitanit upgraden. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch gar keine einzige gemacht. Aber Titanit-Brocken, ich habe, glaube ich, die meisten Waffen sind Titanit-Brocken, die ich habe. Nee, liebe Freunde. So, dann gehen wir mit 10.000 Seelen in den Bosskampf hier. Ich habe dir gerade 140.000 Seelen gegeben. Ja, du kannst ja mal Dankbarkeit zeigen hier. Greyred ist ja tot, wissen wir ja. Habe ich irgendwas zum Abgeben? Wir gucken mal. Ja, natürlich, meine Titanit-Scherbe. Meine Titanit-Scherbe habe ich zum Abgeben. What needs to be smithing? So, wie viel haben wir jetzt? Das würde mich mal rein theoretisch mal interessieren. Ja. Ist okay. Das würde mich mal interessieren. Wie viel habe ich jetzt? Ich glaube dann 14 nehme ich mal an. Das ist wieder so eine komische, ungerade Zahl. Also für mich ist das eine ungerade Zahl. Also natürlich ist 14 eine gerade Zahl, aber also so 15, 15, 20, das hätte ich so gesagt. So, ne? Aber egal. Dann halt nicht. Habe ich noch irgendwas, was ich bei irgendwelchen Leuten kaufen kann?
Orbeck, habe ich von dir alles gekauft? Habe ich von dir alles gekauft? Ah, ich habe von dir die Sieve-Sachen noch nicht gekauft. Interessant. Huh. Ja, gut, rein theoretisch könnte ich jetzt nochmal was von der Sieve-Sache... Hab auch vor nichts, von dir habe ich alles gekauft, ne? Ja, von dir habe ich alles gekauft. Irina ist ja jetzt eine Feuerhüterin. Von der kann ich also nichts mehr kaufen. Von dir habe ich sowieso, brauche ich nichts mehr. Ja, ich müsste mal, vielleicht mache ich das, nachdem wir den Boss besiegt haben. Dass ich mal mit Leonhard rede, dass ich mal zu Rosaria gehe und mal bei der in den Club da eintrete. Mal gucken, ob das was bringt. Was wollte ich denn jetzt? Wollte ich irgendwas? Nee, ich habe 10.000 Seelen. Nee, wir gehen zurück, wir machen jetzt den Boss, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich nehme einfach mal ganz schlicht und ergreifend an, das ist Lothric. Also der letzte da, der da oben sitzt auf seinem komischen Thron. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ah, ich habe ja noch den untoten Knochensplitter. Den werden wir jetzt verbrennen. Auf welchem Level ist jetzt mein... Okay, ultimatives Leuchtfeuer. Stufe 11 ist das ultimative Leuchtfeuer. Interessant. Ich konnte es also auf... Ah ja, Drachentöterrüstung. Genau, das ist das richtige Leuchtfeuer. Ich konnte es also auf 10 Mal upgraden. Also 10 untoten Knochensplitter gibt es im gesamten Spiel. Also im New Game. Weiß nicht, ob es im New Game Plus dann nochmal, logischerweise, 10 andere untoten Knochensplitter gibt. Generell interessiert mich mal, was das New Game Plus hier ist. Ich habe ja ein bisschen gehört, dass das New Game Plus wieder so die alte Dark Souls 1 Sache ist. Das bedeutet, es gibt keine neuen Gegner, keine neuen Phantome, keine neuen Sachen. So, was ich ja an Dark Souls 2 richtig gerne gemocht habe, dass das New Game Plus nochmal so ein bisschen eine Herausforderung geboten hat, weil es eben fremd neue Phantome gab, neue NPC-Invasionen sozusagen. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Naja, gut, dann gehen wir erstmal den Boss uns jetzt angucken. Wer denn hier der böse Boss dieses Areals ist? Ich nehme an Lothric. Aber es kann auch Sieve sein und Lothric ist nochmal ganz woanders. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, es ist Lothric. Yep. Cool. Cool, cool, cool. Gut, dann gehen wir jetzt da hoch. Wenn die uns dieses Schild geben, also was ich ja hier bekommen habe, dieses Goldschwingen-Wappenschild, nehme ich mal an, dass der Gegner irgendwas mit Magie ist, was natürlich wieder für Sieve sprechen würde. Oh, die lassen wir mal abziehen, die Kollegen, mit denen will ich mich nie anlegen. Oh, den auch. Nee, du hast mich nicht gesehen, ne? Ihr habt eine relativ... Ja, okay, cool. Dann öffnen wir mal dieses Tor. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Anstatt mal das hier da zu bewachen, diese Abkürzung. Nein, laufen wir ruhig nach vorne. Okay, hier ist... Sind das die drei Säulen? Ja, das sind die drei Säulen. Hier. Die Priesterin oder der Gelehrte. Der Ritter. Ja, Gelehrte ganz oben, dann der Ritter und dann die Priesterin. Sehe ich irgendwo noch den... Was ist das da oben für eine Statue? Das ist die Königin von Lothric. Die wird angebetet von den Leuten. Und die sieht sehr danach aus wie Guinevere. Vom Typus her, aber... Wie gesagt, generell finde ich das sehr, sehr interessant hier. Okay. Oh, die Tür hat schon lange keiner mehr geöffnet. Interessant. Alles klar. Läuft. Okay. Oh, hier kann ich jemanden rufen. In den Bosskampf kann ich jemanden rufen. Sieht aber sehr final aus, dieser Bosskampf. Will ich in den finalen Bosskampf jemanden rufen? Kann ich... Nee, Siegbro kann ich nicht. Der hat seine Sachen abgelegt. Der ist kein Ritter mehr. Wen könnte man rufen? Egon? Cirrus? Cirrus. Meine beste Freundin Cirrus. Cirrus, Baby. Wir beide. Woo. Wir beide, Baby. Wir beide. Gegen was auch uns immer dort erwartet. Cirrus, bis zum Schluss. Die treueste Seele, die man sich vorstellen kann. Nicht wahr, Cirrus? Cool. Alles klar. Da oben scheint jemand zu sitzen. Und das sieht aus wie ein richtig fetter Bossraum. Ich tippe mal, das ist dann Lothric. Mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Cirrus? Okay, Cutscene. Oh dear. Another dogged contender. Okay, das ist nicht der erste, der hier kommt. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Okay, Entwender der Glut. Mind you,
The mantle of Lord interests me now. Ja, das ist Prinz Lothric. Aber hat ja gesagt, du. Aber wer ist er denn hier? Okay, er denkt sich also, nö, scheiß drauf. Soll alles so passieren, wie es halt passieren soll. Now have your rest. Wer ist er denn? Ist er der Typ, mit dem ich gerade gesprochen habe? Er sieht ja badassig aus, aber warum kriecht er denn so? Wer ist er? Oh. Wow! 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 Wer ist er? Lorien? Älterer Prinz? Wer bist du denn, bitte? Okay. Okay, er hat nicht viele Lebenspunkte, wenn man das mal. Wenn ich das mal sagen darf. Und er kann sich teleporten. Ceres, meine beste Freundin! Au, fuck, er ist ein bisschen hart. Kann das sein? Oh ja, er ist ein bisschen hart. Der haut ordentlich zu. Oh, Ceres ist gleich tot. Ich muss ihn mal kurz ablenken. What? 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 Was ist das? Alter, okay, das haut rein. Davon sollte man nicht getroffen werden. Okay, er ist aber. Fuck, 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 fuck. Okay, er ist aber langsam. Okay, aber er hat Feuer. Okay, er haut ordentlich zu. Okay, also wirklich. Er haut ordentlich zu. Ceres, ja, danke. Okay, alles klar, da hat mich schön genatzt. Okay, Ceres, halt dich mal kurz raus. Ceres, nichts. Okay, wo ist er? Wo ist er? Okay, da ist er. Ceres. Oh, fuck. Ah, Mist. Falsch getrackt. Ich hab ihn falsch getrackt. Okay, das habe ich gesehen. Haben wir ihn gerade gestaggert? Okay, alles klar. Der haut ordentlich zu, der Kollege. Okay, wirklich, ich muss mal kurz zurück. Ich muss kurz heilen. Wow, wenn der zuhaut. Ey, wir haben ihn noch gleich. Ich sehe das gerade. Habe ich ihn gerade backstabbed? Scheiße. Ceres, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Wow! Ceres, das war's doch schon! Ja, wahrscheinlich wieder nicht. Okay, wer ist er? Okay, Lorien, nicht Lothric. Gab's da zwei? Und warum kriecht der so? Alles Antworten, Fragen, auf die ich. Okay, ist wirklich sein Bruder. Sein älterer Bruder. Sein großer Bruder. Was denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Okay, er hat ihn teleportiert, oder was? Ja, er ist ja schwach. Sein Bruder ist stark. Er hat ihn immer vorgeschickt. Okay, er belebt ihn wieder. For that is our curse. Okay, die sind auch untot. Wie geil! What? Verschmelzen die jetzt miteinander oder was? Transformers-Shit hier? Sind das wie Power Rangers? Gibt's jetzt Zorg? Oder was? Ey, er trägt den auf dem Rücken. Alter, der trägt seinen kleinen, schwachen Bruder. Alter, ist das geil. Ich hab grad Gänsehaut. Alter, er trägt seinen Bruder auf dem Rücken. Okay, jetzt sind sie. Jetzt Bitch-Mode. Bitch-Mode on. Alter, das ist ja geil. Okay, aber er... Alter, okay, er hat... er macht... Okay. Okay, Ceres, kannst du mal kurz... Danke. Lass Ceres in Ruhe. Okay, wow. Oh, Ceres ist tot. Scheiße. Okay, das war's. Jetzt muss man... Ah, Alter! Das markiert unser Grab hier, aber ihr dürft hier auch ruhen? What? Okay, Alter. Fetter Bosskampf. Fetter Bosskampf. Der trägt den auf dem Rücken und zwei Lebensbalken. Fett Lothric, der jüngere Prinz, und wahrscheinlich Lorien, der ältere. Fett. Aber ich muss wahrscheinlich jetzt erstmal wieder gegen Lorien kämpfen. Logischerweise ist es wie beim... Alter Falter, okay. Na gut, genug Gluten haben wir. Okay, und Ceres ist eine Hilfe, definitiv. Es macht natürlich den Bosskampf auch schwerer. Also ich probiere es jetzt nochmal einmal mit Ceres. Versuche mal ein bisschen mehr zu dodgen und weniger zu blocken. Okay, er ist aber Feuer. Ist halt vielleicht ein Feuer... Ah, ist doch ein Feuerschild wesentlich besser.
Ich weiß, was Feuer richtig geil blockt. Ne, ich hab doch hier. Wo ist denn mein? Das Silberritter. Ja, ich kann immer noch relativ gut rollen. Und ich muss auf meine Stamm. Ich darf nicht blocken. Ich muss wirklich rollen. Warum ist denn der Fahrstuhl wieder unten? Und warum fährt. What? Was ist denn hier los? What? Okay. Warum ist der Fahrstuhl jetzt gerade nach unten gefahren? Okay, noch ein Titanitschroller. Ach, scheiße, ich wollte ja mein Schwert upgraden. Warum habe ich jetzt... Ist das so ein Fahrstuhl wie bei Siegward, oder was? Das ist so ein Fahrstuhl wie bei Siegward. Okay, das muss ich mir merken. Das heißt, ich muss den jetzt gleich wieder nach unten schicken, oder? Deshalb war der unten. Der ist mir nicht gefolgt. Das war einfach... Ja, jetzt kommt von da oben. Okay, den muss ich dann gleich wieder nach unten schicken. Ist doch wie ein... Das ist ja merkwürdig. Okay. Alles klar. Gut, liebe Freunde, dann probieren wir es einmal mit Cirrus. Okay, das ist ein harter Bosskampf, weil... Genau, und jetzt geht's wieder nach oben. Okay, ich muss den also gleich wieder nach unten schicken. Ich probiere es jetzt noch einmal mit Cirrus. Wahrscheinlich gleich wieder gegen Lorien. Ich muss den auf mich konzentrieren. Ich meine, Cirrus ist eigentlich keine große Hilfe für den Bosskampf. Aber mal gucken. Okay, wir müssen ihn gleich wieder nach unten schicken. Okay, wir warten, bis der Typ durch ist. Genau. So. Gut. Können wir wieder Cirrus rufen? Ich denke mal, ja. Ja. Cirrus. Cirrus, meine Beste. Dass sie so lange durchhält, sie ist einfach ein übelster Bro. Oder halt eine Bro-Dine. Keine Ahnung. Yeah, Cirrus, wir beide. Baby, okay. Ja, okay, erst wieder gegen Lorien, dann wieder gegen... Okay, okay, er kommt gleich und haut mir erstmal alles im... kaputt. Okay, ja, wirklich. Okay, also wir müssen mal definitiv... What? Wo ist er? Ah, okay. Er hat wieder seins. Okay, das Ding hat er gerade mal... Oh. Lass Cirrus in Ruhe. Lässt du Cirrus in Ruhe. Okay, hier ein bisschen besser. Gerade gedodged, die ganze Geschichte. Okay, alles klar, läuft. Ja, in die Richtung kannst du es machen, das ist ja bescheuert. Okay. Okay, alles klar, ich habe die Pattern raus langsam. Aber von Dings weiß ich es noch nicht. Okay, wir haben ihn wieder gestaggert. Okay, die Phase ist schnell vorbei. Au. Okay, nochmal heilen. Okay, dank Cirrus. Okay, die Phase ist schnell gemacht. Weil er... Ah, fuck. Weil er wirklich ein sehr gut auszurechnendes Pattern hat. Er hat halt wirklich nur so Vertical Swipes und das war's halt schon. Und er hat Horizontal, also horizontale Sachen. Kann ich das abbrechen? Dankeschön. So, okay, die Scheiße geht wirklich auf den Keks mir gerade. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, da. Bei Cirrus. Okay, er macht Cirrus kaputt. Ja. Okay, es ist definitiv darauf ausgelegt, dass ich den... Oh, dass ich den alleine mache. Ich muss mal kurz heilen. Okay, du machst Castes wieder deinen Scheiß. Wen muss ich eigentlich töten? Muss ich beide töten? Das würde mich mal interessieren. Okay, ich muss mich immer... Hat er zwei davon? Nein, er hat nur seine... Wieder diese Scheiße. Okay, und jetzt teleportet er sich. Aua, fuck. Okay. Wo ist er? Okay, das ist fies.
Das ist fies, dass er den... Na, nicht nochmal. Okay. Okay, das ist einfach nur arschfies. Diese Teleportation ist einfach nur arschfies gerade. Okay, ich glaube, ich habe so das dumpfe Gefühl, fuck. Wenn ich Lorien töte, wird er wiederbelebt. Lass ihn in Ruhe. Fuck. Fuck. Okay, aber er kann sich nicht heilen, gut. Warum habe ich jetzt gerade... Wo ist er? Was ist das für ein fieser Move? Das ist so fies, dass der den gleich danach nochmal macht. Okay, jetzt wieder den und dann teleportiert er sich wieder. Alter, wirklich ohne Spaß. Ihr seid wirklich Penner. Aber das fühlt sich schon sehr nach finaler Boss an, wenn man mich fragt. Okay, wieder Teleportation. Fuck. Okay, da muss ich zweimal rollen. Lorien? Oh, fuck. Okay, oh, gut gerollt von mir. Ich muss immer nur einmal zuhauen. Fuck. Okay, ich brauch Trink. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Okay, er macht wieder seins. Okay. Die lerne ich nicht. Diesen Move. Okay, wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh. Okay, okay, okay. Okay, mach mal bitte dein... Yep. Okay. Okay, fuck. Okay, ich muss aber, glaube ich, nur... wenn ich richtig informiert bin, muss ich nur, Lothric töten. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, da. Okay, da macht er gleich wieder einen anderen Move. Okay. Fuck. Okay, aber wir haben ihn gleich. Okay, okay, okay. Fuck, okay, der Move ist hardcore. Fuck, fuck! Okay, wir haben noch einen. Okay, der hat mir fast alles weggehauen. Fuck, 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 nicht! Kurz vor Schluss. Okay, wir haben nichts mehr. Showdown, bitch! Yeah! What? Okay, wir bleiben die Verfluchten. Seele der Zwillingsprinzen. Liebe Freunde, spannender kann man es doch nicht machen, oder? Spannender geht's doch gar nicht. Kein Essos-Flakon mehr. Beim zweiten Anlauf wieder. Ich bin stolz auf mich ein bisschen. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Wenn ich das so sagen, gut, ich bin extrem gelevelt, das muss man schon sagen. Aber ich habe mir den Kampf gerade schwerer gemacht, weil ich Cirrus gerufen habe. Und dadurch werden die Lebenspunkte erhöht. Also ein bisschen einfacher war es. Und ich habe extrem das richtig gute Schwert gewählt, weil da die ja beide untot waren, weil die immer wieder aufstehen konnten, war das schon richtig gut. Leute, wir lesen uns natürlich jetzt die Lore dazu durch, aber erstmal noch das Leuchtfeuer hier.
Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Hier liegen überall dieselben Federn. Ich glaube, diese komische Gertrude, die himmlische Tochter, spielt eine extrem große Rolle in der ganzen Geschichte. Wie ich schon sagte, ich habe mir beinahe gedacht, dass dieser Kampf wahrscheinlich der finale Bosskampf war. Jetzt muss bloß noch wahrscheinlich, ich muss das bloß noch auf den Thron bringen und dann ist okay, oder was? Aber bevor wir das tun, lesen wir uns natürlich all das durch, was wir gerade, ich habe wirklich keinen Essdurchflakon mehr. Krass. Die Seele der Zwillingsprinzen. Die beiden Prinzen lehnten ihre Pflicht ab, zu Aschefürsten zu werden und ließen sich weit entfernt nieder, um das Feuer aus der Ferne abklingen zu sehen. Ein Fluch macht ihre Seelen nahezu untrennbar. Das heißt, Lothric ist gar nicht das Land, in dem das Feuer gebunden wird. Wir müssen woanders hin. Wir mussten hier nur die ganzen Aschefürsten, also weil in Lothric kommen ja die ganzen Welten der Aschefürsten zusammen, sozusagen. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht alles ein Kosmos hier, den wir hier haben, sondern der Kosmos von Aldrich ist ja Anor Londo, das ist ein ganz anderer, sozusagen, als zum Beispiel der Kosmos von Faron, das ist ja Ulesil, das ist ja auch wieder aus einer ganz anderen Zeit, der Kosmos von, was ist der dritte Aschefürst gewesen, Yorm. Gottlose Hauptstadt, wahrscheinlich komplett nochmal was anderes. Und Lothric ist halt einfach aus Lothric, aber wo das Feuer gebunden wird, ist wo ganz woanders, weil sie ließen sich aus. Und die haben das halt beide abgelehnt. Und er hat gesagt: Merkt ihr meine Worte, ich verbleibe unter den Verfluchten. Das heißt, logischerweise, der Fluch kann nicht aufgehoben werden, das wissen wir. Das wissen wir schon lange, dass das ein ewiger Kreislauf ist. Interessant ist, wie sie das jetzt zu Ende bringen, weil der Kreislauf muss ja jetzt entweder von neuem starten, so nach dem Motto: Ja, uns ist nichts Besseres eingefallen. Oder aber, ja, wir haben halt gesagt, wir bringen es jetzt irgendwie anders zu Ende. Außerdem haben wir noch die Fürstenasche, zurückgelassen von Prinz Lothric. Die Blutlinie Lothrics war besessen davon, einen Erben zu finden. Und als sich dies als unmöglich herausstellte, griffen sie zu unaussprechlichen Mitteln. Ich sag entweder Engel oder Drachen. Weil ich glaube, Ozyros ist ja der ehemalige König von Lothric und der ist ja mit den Drachen so, ne, wenn man nach Höherem strebt, das ist ja auch das Thema in Bloodborne zum Beispiel, ne, da haben ja die Menschen auch nach was Höherem gestrebt und haben sich mit diesen großen Alten, ne, den Great Ones quasi verbunden. Der Hinweis möge genügen, dass der Pfad zum Feuerbeind ein wahrlich Verfluchter ist. Ja, weil nur die Verfluchten, nur die Untoten, nur wir können es. Nur die, weil alle anderen sind ja auch untot. Weil ansonsten wären sie ja nicht Aschefürsten geworden. Aschefürst wird man nur, wenn man selber untot ist. Egal, liebe Freunde, das ist wieder zu viel Spekulation. Ich muss mir das alles durch den Kopf gehen lassen. Wir reisen jetzt von den Zwillingsprinzen, so heißt das, zurück in den Feuerbornschrein. Denn wir lesen uns jetzt noch durch, was wir aus den Seelen machen können. Und außerdem, ich glaube, im nächsten Teil, oder schließen wir heute das Spiel ab? Ich weiß nicht. Ist das jetzt der finale Bosskampf? Es fühlte sich nach einem sehr finalen Bosskampf an, wenn man mich fragt. Mal gucken, was es da jetzt gibt. So, ist Sirius hier jetzt irgendwo? Nein? Gut. Wir reden erstmal, weil wir jetzt die letzte Fürstenasche haben, mit dir. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Ashen One, if thine heart should bend. Ach so, nein. Okay, alles klar. Ist klar. Farewell, Ashen One. Okay, mit dir. Orbeck ist auch noch da. Alle noch da, alle noch cool. Carla auch noch eigentlich. Ja, Carla ist auch noch da. Außer Grey Rat, wie gesagt, Patches! Nach dem könnten wir nochmal gucken. Und dann gucken wir uns an, was wir aus den Seelen der Zwillingsprinzen machen können. Was wir daraus machen können. Nach Patches können wir uns aber nochmal erkundigen. Patches, mein bester Freund. Was ist denn bei dir los? Hast du dich jetzt langsam mal damit abgefunden, dass Grey Red tot ist? Well, look at you, the luckiest man in the world. I just got hold of some truly fine treasure. Okay. You, I'll practically give it away. Was denn? Hast du neue Sachen? Nee. Das ist ein komischer Dialog hier, den er jetzt gerade mir gegeben hat. Klang jetzt so, als hätte er neue Sachen gehabt, hat er aber nicht. Ist da noch irgendwas? Wait just a couple of hours. Ach, das gute alte, wir sind ein paar. Ja, wir sind zwei Ausgestoßene, machen wir das Beste draus. Der gute alte Patches. Ja, ja.
Der gute alte Patches. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt erstmal uns noch daran, was die, was wir aus den Seelen machen können und dann platzieren wir die Asche. Ich habe so das dumpfe Gefühl, damit war es das ja. Das war Dark Souls 3. Auch interessant. Na egal, erstmal reden. A heart that returned, and a fine day it is. So, happened upon any twisted soul? Yo, ich hab ein paar. Wir gucken erstmal, was können wir hier draus machen. Wir können Heiliges Schwert von Lothric hier draus machen. Prinz Lothrics gerades Schwert, dem durch Emmas Segnung starke Magie innewohnt. Emma war ja die Amme des Prinzen. Also sie war quasi seine Kinderfrau, heißt das ja so. Der junge Lothric sollte einst ein Held werden und das Platinschwert führen, aber manche Träume werden niemals wahr. Lothrics Sakrallicht. In der Haltung wird das Schwert mit Sakrallicht durchwirkt. Ein schwerer Angriff entfesselt. Aha, das hat der gute Lorien gemacht. Interessant. Und dann haben wir noch, genau, ich habe es da schon gesehen, Loriens Großschwert. Sieht ziemlich cool aus, aber ziemlich abgewrackt. Das in Stahl gegossene, schwarz gefärbte Ultra-Großschwert von Lorien, Prinz Lothrics älterem Bruder. Bevor Lorien der Fluch seines Bruders traf, aha, weil der nicht wollte, hat sein Bruder das auch mit abbekommen. Ist auch cool. War er ein Ritter, der den Dämonenprinzen, wir hatten den Dämonenkönig, was ist denn dann der Dämonenprinz, eigenhändig erschlug, aber der Sieg entfachte sein Schwert auf ewig in Flammen. Loriens Flamme. Ein Vorwärtsschritt wandelt das Glimmen zur Flamme. Es folgt ein schwerer Angriff, der Flamme auf den Boden entfacht. Das hat er ja gemacht. Damit hat er mich beim ersten Mal getötet mit dem Angriff. Der ist ziemlich fett. Hat Feuer natürlich. Hat der noch irgendwas? Nee, der hat nur normalen Sachen. Mit was scaled der? Der scaled mit Glaube. Nicht sehr geil, aber man braucht Glaube und Dex. Und da braucht man Stärke. Einfach nur. Ist einfach nur eine riesige Stärkewaffe. Ja, liebe Freunde, ich glaube, wir nehmen den Loriens, weil das ist eine Dex, obwohl es ist ein Platinschwert und Lichtstoß. Aber ich habe nur 15 Glaube. Ich habe jetzt nicht so viel Glaube. Pff. Nee, liebe Freunde, fettes Schwert. Fettes Schwert hätte ich gern. Ach Quatsch, ich wollte mit dir noch reden, Entschuldigung. Hier. Nee, okay, du hast nichts Neues. Ich dachte, er hat was jetzt dazu zu sagen. Ja. Alles gut. So, ja, liebe Freunde. Wollen wir das im nächsten Teil machen? Nee, wir machen das jetzt nur in diesem Teil. Wir legen jetzt die Asche ab. Leonard, vielleicht im nächsten Playthrough. Fürstenasche darbieten. What? Falsche Richtung, Herbert, aber gut. Okay, das war's. Wie und jetzt? Oh! Oh! Okay. Okay. Huh. Wollen wir das noch machen, liebe Freunde? Ich habe so das dumpfe Gefühl. Nee, liebe Freunde, denn wir machen jetzt Folgendes. Ich habe ja gesagt, das habe ich mir vorgenommen, bevor wir Dark Souls beenden, Dark Souls 3, will ich nochmal durch die ganze Welt nochmal einmal gehen. Also durch fast alles. Nicht jede Welt, aber durch... In der Hoffnung, dass vielleicht was Neues auftaucht. So neue Items oder so. Will ich nochmal durchgehen. Ich will nochmal all die Orte besuchen. So viele Orte besuchen, die wir besucht haben. Vielleicht haben wir ja was verpasst. Ne? Vielleicht auch ein paar Questlines, die noch nicht eröffnet haben. Außerdem will ich in den Club vom guten Leonhard noch eintreten. Weil mit Rosaria habe ich noch gar nichts großartig gemacht. Das machen wir noch im nächsten Teil. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wenn ich mit dir rede, geht's wahrscheinlich los. Wenn ich mit dir rede, geht's wahrscheinlich los. Die ganze Geschichte. Nee, liebe Freunde, das machen wir alles im nächsten Teil. Vielleicht eigentlich im letzten Teil mit Dark Souls 3 dann. Aber vorher gehen wir nochmal einmal durch die Welt. So ein paar Orte, die mir gesagt wurden, soll ich nochmal abgehen. Da gibt's vielleicht ein paar coole Sachen. Oder vielleicht mache ich das auf Kamera. Aber egal, liebe Freunde, wir sind jetzt schon viel zu lang. Das wird jetzt noch viel zu lange dauern. Wir machen das alles im nächsten Teil. Auch wenn es dann eben lange Credits nur gibt, dann labere ich halt über die Credits drüber. Ist ja scheißegal. Dann gibt es ein kurzes Fazit von mir und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Wir sehen uns im nächsten Teil, liebe Freunde. Würde mich freuen, wenn auch dann wieder mit dabei seid. Ansonsten liken und kommentieren. Natürlich auch subscriben, falls ihr noch nicht habt. In dem Sinne, macht's gut und noch viel Spaß im Internet.